Hallo Freunde, aufwachen. Willkommen zurück zu Little Nightmares. Letzte Folge haben wir das zweite Kapitel hinter uns gelassen. Beziehungsweise ich habe es tatsächlich nochmal gespielt, weil ich noch die letzten zwei Flaschen finden wollte, die ich so gesehen ausgelassen hatte. Und dabei ist mir eine Sache aufgefallen. Es gab doch diesen einen Raum, wo man so ein Auge aktivieren konnte. Und dann konnte man ja Six beobachten, wie sie gerade in diesem, ich sag mal, in diesem Schuhmeer war. Ne, ihr wisst schon. Und ja, wenn man in der Kapitelauswahl im Hauptmenü ist, dann sind diese Kapitel von ihm hier, also die DLC-Kapitel, und unter den Kapiteln des Hauptspiels so gelagert. Und ich glaube, das heißt, das gibt auch so ein bisschen an, zu welcher Zeit das passiert. Also wenn er hier zum Beispiel unten mit dieser Oma, mit diesen vielen Unterwasserpassagen, also mit diesen vielen Wasserpassagen ist, das ist gerade das, wo sie am Anfang, ganz am Anfang entkommt. Wenn sie dann, also wenn er dann in diesem Kohleabschnitt ist, den wir eben letzte Folge hinter uns gelassen haben, das ist eben der Moment, wo sie sich dann auch zum ersten Mal mit dem Hausmeister rumschlagen muss. Ich vermute einfach mal, dass der Hausmeister dann immer, wenn er bei ihr gerade mal nicht anwesend ist, klettert der dann halt runter und ist dann eben uns am Arsch. Und das wiederum bedeutet, dass der Abschnitt, wo wir jetzt gerade sind, derzeit spielen muss, während sie gerade sich oben mit den zwei dicken Köchen vergnügt. Würde ich jetzt mal so sagen. Das heißt, einfach nur, dass das offensichtlich nicht so ist, wie ich erst dachte. Also, dass das eben da, wo Six sieht, wie diese Geisha in den Aufzug geht, dass er dann in dem Moment auf dem Aufzug drauf stand. Sondern das spielt ja noch viel, viel früher. Aber offensichtlich in einem anderen Teil ihrer Gemächer jetzt. Na gut, wir müssen jetzt mal gucken hier. Mal schauen, ob sie auch kommt. Oh weh, hier ist der Aufzug. Figuren von ihr. Oh Mann. Ein Bild von ihr. Das ist halt wirklich so eine perfekte chinesische Dame mit Porzellanhaut. Ich habe mal gehört, viele junge chinesische Damen, die verbringen echt übelst viel Zeit am Tag mit Gesichtsmasken und so und haben dafür dann aber auch wirklich nahezu perfekte Haut. Aber sie ist echt, glaube ich, von sich eingenommen. Das ist, glaube ich, sie von früher mit den Haaren und jetzt so mit diesem Dutt. Moderner wollte ich gerade sagen. Nee, modern sieht das nicht aus, aber so ein bisschen, ja, erwachsener. Ich höre eine Spieluhr. Ah, hier hinter dir? Hier? Ist irgendwie rein? Ich weiß halt nicht, also dem zu urteilen nach, was wir bei mit Six mit ihr durch hatten. Also bei ihr bringt es ja wirklich überhaupt nichts, wenn ich, also vielleicht doch, wenn ich schleiche, aber hier kann man eventuell durch, wenn ich einen Gnom hätte, den ich hochwerfen könnte. Bei ihr, sie kann halt sehen. Das heißt, wenn sie halt da ist und mich sieht, ist es halt eh schon so gesehen im Arsch. Vielleicht ist er ja am Ende aber sogar der, der dann oben in diesem einen Zimmer den Spiegel platziert. Ach du Scheiße. Sie hat Puppen. Ist das so eine Geschichte hier? Mir fällt gerade kein passendes Märchen ein. Dass sie keine Kinder hat, sie hätte aber gerne welche und deswegen entführt sie welche und macht sie vielleicht zu diesem Gnomen. Oha.
Okay, ich hab's verstanden. Das wird jetzt ein bisschen größeres Level. Psst! Du altes kleines... Sei bloß leise. Ah, statt einem Globus hat sie da eins zu diesen Augen. Das ist halt auch so ein wiederkehrendes Symbol. Ich frag mich, was das halt alles zu bedeuten hat. Okay. Statuen? Wo ist denn der? Der war doch hier irgendwo. Hier? Wo ist der hin? War doch hier hinten, oder? Hier irgendwie? Nee, das ist eine bisschen zu schwere Tür, die kriegst du auch nicht auf. Ach, scheiße, ich hoffe, das wird jetzt nicht so nah, dass die jetzt hier die ganze Zeit rumschwebt. Eigentlich müsste sie ja noch aufmerksamer sein. Als der Hausmeister, weil in ihre Gemächer darf ja wirklich keine Sau wahrscheinlich. Das heißt, jedes Geräusch, was nicht von ihr kommt, müsste sie eigentlich sofort stutzig machen. Also da oben sehe ich schon mal einen Hebel. Was war das für ein Flüstern? Okay, gehen wir mal die Leiter hoch. Nein, nein. Oh, Gott sei Dank. Okay, müssen wir das ein bisschen verschieben. Na, ja. Hier dran sollst du dich festhalten. Es könnte aber wirklich, ich glaube, eigentlich dürfte es. Es ist erstaunlich, dass sich Disney noch nicht die Rechte dran gesichert hat, weil sie ist halt wirklich so eine ganz typische böse Königin. Buch hier was zu sagen? Oha. Schicker Einband. Was das? Um das Buch hier oder was? Oh. Die haben, glaube ich. Nee, die kann ich alle mitnehmen. Aber das ist jetzt wirklich dieses eine Buch, was ich brauche. Ich wüsste sonst nicht, warum ich jetzt hier hochklettern soll. Ich kann ja auch die Leiter nicht anders stellen. Also nicht groß anders zumindest. Irgendwie so, ich weiß es nicht. Ist ja irgendwas zu sagen hat. Ich nehme es mal mit und lasse es mal vor dem Gemälde liegen. So. Okay. Das sind ja jede Menge leere Stellen im Regal. Wahrscheinlich gibt es ein Achievement, wenn du irgendwie sämtliche Bücher da wieder reinräumst. Da ist aber viel zu tun bei der hier. Okay, hier braucht man einen Schlüssel. Hier kann man was... Drehen, Schalter, Alter, das wird, ich sag's euch, ich werde jetzt noch. Die Geräusche immer. Okay, lass mich raten, ich muss den, hier kann ich auch drücken, was macht das? Okay, das verändert die Stellung. Okay, lass mich raten, ich muss.
lässt sich nicht drehen. Ach so, Sekunde, wenn ich jetzt... Okay, das ist jetzt das ganze Ding. Und wenn ich jetzt... Alles klar. Okay. So, jetzt drehe ich damit das. Oh Gott, okay. Oh weh. So, und wenn ich das hier... Dann drehe ich damit nur das Innere mit dem Knopf. Und ich habe wirklich so das Gefühl, du musst dann irgendwie... Dann drehe ich jetzt das Licht. Okay, so, jetzt habe ich die, glaube ich, richtig ausgerichtet. Und jetzt. Nice. Und es passiert nicht. Also, das passt schon. Das passt schon. Ich glaube, muss ich hier irgendwie... Es ist nur eine Statue. Ich habe irgendwie so das Gefühl, es ist gleich keine Statue mehr. Bleib eine Statue. Du auch. Ich glaube, das sind die ganzen... Die hier, die wo jetzt ziemlich genau jetzt in der Mitte des Lichtstrahls, die ist auf einem Concept Art. Das ist die Granny. Das ist die, die im Wasser war. Das hier, der jetzt ziemlich genau in der Mitte ist, ist einer von den Köchen. Hier, da oben sehe ich den Hausmeister. Okay, das sind also... Ich vermute mal, das sind Concept Arts alles. Geil, ey. Holy shit. Gab es bestimmt noch viele Ideen für... Oh. Hier ist ein Rätsel. Da gab es bestimmt noch viele Ideen für Monster. Die hier, die sieht ein bisschen so aus wie, es gibt ja einen Trailer zu Little Nightmares 2, wie die Lehrerin da. So, ja, da wird es eine Lehrerin geben. Alter, die Leute hier. Aber bei dir funktioniert das nicht mit dem Licht, oder? Nee, das funktioniert nur bei denen, die so Freunde... Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Ja. Wer soll dein Herzblatt sein? Nein, Also ja, genau, sie war halt im Trailer. Wenn ich jetzt einfach mal alle Lichter anmache, aber ich muss bestimmt nur bestimmte Lichter anmachen, oder? Ja. Okay. Bietet uns dieser Raum vielleicht einen Hinweis? Ne. Guck mal, sogar von den Gnomen hier.
Tja. Also hier sind ja jetzt irgendwie zwei kopflose... Das sind ja eindeutig Kinderkörper und scheinbar scheint es ja auch so ein bisschen um Kinder zu gehen. Also könnte es durchaus sein, dass wir hier vielleicht nur die Kindergesichter anmachen müssen? Das eins? Nee, aber das hier scheint eins zu sein. Das nicht eher das hier? Ich würde ja fast noch sagen... Also das hier eher nicht, ne? Das ist definitiv ein älterer Herr. Das hier sieht noch aus wie ein Kindergesicht so ein bisschen. Probieren wir es einfach mal. Noch eins, das doch nicht. Hier kann ich aber auch in keinster Weise verschieben, oder? Oder muss man die in einer bestimmten Reihenfolge? Oh nein. Okay. Also die hier wäre halt auch eine Möglichkeit, ich weiß es nicht. Die hier, Sekunde mal, wenn ich jetzt einfach mal den hier zuerst mache, den hätte ich das letzte Mal... Nee. Doch nicht. Das hier. Und bei dem hier ist es ja das letzte Mal auch angeblieben, ne? Hier versuchen wir. Nee. Oder nur die Erwachsenen. Ich weiß es doch auch nicht. Also es sind jetzt 1, 2, 3, 4. Sie aber auch sonst nicht. Wie gesagt, ich hätte jetzt halt einmal mal gedacht, weil hier sind kopflose Statuen, die eindeutig Kinder zeigen. Oder sie haben Röcke an, vielleicht alle weiblichen. Hatte ich ans Blaue. Was soll ich denn das? Ist das eine Frau? Ist das ein Weibchen? Also Weibchen. Weibchen klingt immer so ein bisschen animalisch. Ich glaube. Hier noch, oder? Die hier vielleicht. Komm du auch noch. Nee. Also machen wir es kurz, ich habe keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich wieder eine super einfache Lösung, auf die das blöde Piddy mal wieder nicht kommt. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ist die Statue nicht, oder ist hier irgend... Es ist erstmal klar, dass einige von den Bildern hier auch da drüben dranhängen. Aber... Sonst halt nichts, ne? Hier kann ich auch nichts verschieben oder so. Nee, sorry, da müssen wir später wieder kommen. Da muss irgendwo ein Hinweis sein, denke ich mal. Weil ansonsten drücke ich mich hier dort. Irgendwas muss es doch auch gebracht haben, dass ich diese drei Augen da aktiviert habe oder beziehungsweise zugemacht habe. Da kann das Spiel doch ruhig mal ein Auge zudrücken. Oh mein Gott, nein. Das kenne ich aus Indiana Jones. Wenn ich die Statue wegmache, dann kommt da hier ein Riesenstein. Da kommt Wasser raus. Da macht die Stadt, macht das Ding zurück.
Alter. Aber es ist jetzt auch nichts, das ich irgendwie sagen kann. Es ist irgendwie faszinierend gerade. Ich glaube, ich werde in dieser Folge nichts geschissen kriegen, aber es ist irgendwie alles faszinierend gemacht gerade. Ich glaube, das wird hier, das ist, glaube ich, jetzt gerade ein echt komplexes Rätsel. Ich kann aber auch... Nee. Es geht sofort aus. Ich kann das aber auch nicht dann anleuchten. So, ich muss jetzt noch einmal ganz kurz gucken, nur damit ich ganz sicher sein kann, dass hier auch kein irgendwie... Nee. Na? Da ist jetzt auch keine Luke irgendwie oben drin, durch die ich kriechen kann, dass das wirklich hoch muss. Es tut mir leid. Super leid, dass ich das ja irgendwie gerade... Ich habe gerade überhaupt keinen Plan, was ich machen soll. Hier drüben war die Bibliothek. Es ist halt irgendwie... Ich raff halt nicht, weil also... Drüben hast du die Bibliothek. Ob ich einfach mal zu ihr gehe und frage einfach mal, ey, ich würde hier gerne raus. Kannst du mir... Vielleicht sagt sie ja so, ja, ich habe hier 1000 Kinder umgebracht. Aber die haben mich ja alle nicht gefragt. Die hätten ja fragen können, wie sie rauskommen. Hier oben kannst du aber auch nicht... Das Sekunde bin ich... Das ist wahrscheinlich die Lampe, oder? Ich bin wirklich so dämlich, dass ich nicht gemerkt habe, dass ich mich wahrscheinlich an der Lampe schwingen kann. Also falls es das jetzt ist, dann können wir bitte so tun, als ob ich das die ganze Zeit gewusst habe, aber wir haben aus Erkundungszwecken... Nein, ha! Das war es nämlich nicht. Ich wette, hier haben jetzt einige schon gesagt, ja, Pitti, das wusste ich die ganze Zeit, dass du da an der Lampe schwingen musst. Nein, das war es nicht. Da kommt man nämlich gar nicht ran. Aber es könnte eigentlich hinkommen, ich gebe es dazu. Ich kann ja jetzt auch nicht irgendwie hier an der Kante mich... Nee, er hält sich da noch nicht fest, dass ich mich jetzt irgendwie an der Kante langhange. Ich hab halt legit keine Ahnung gerade, wo es weitergeht. Ich habe einen Raum mit komischen Bildern, wo ich irgendwas drücken muss, aber ich weiß nicht, was genau. Da könnte ich jetzt noch ewig und 3 Tage rumprobieren. Gibt ja auch wahrscheinlich nur 2000 verschiedene... Wahrscheinlich mehr als das sogar. Das ist wahrscheinlich irgendwo... Im Grunde kannst du es sehen als Binärcode. Das waren insgesamt, glaube ich, 4 Bilder auf der einen... Oder? Also 8. Das heißt 2 hoch 8. Das ist 256. 256 Möglichkeiten gibt's da. Hier komme ich halt auch nicht weiter. Oder? Warte mal. Nee. Hier hast du halt auch wieder diese Statuen. Die ich aber auch nicht irgendwie verschieben kann oder so. Nicht. Aber in diesem Raum ist ein Wichtel gerannt. In diesem Raum war ein Wichtel gerannt, oder? Also ich nenne die Wichtel. Der sind, glaube ich, eigentlich Gnome. Ohne Scheiß, ey. Hast du hier irgendwas? Nee, ne? Wenn ich dich anleuchte hier... Passiert nichts. Hier irgendwie... Gibt es, wenn ich das Licht ausmache? Geht sogar. Hier irgendwie, hier ist eine Leiter. Hallo? Da hast du jemand... Ich bin unter der Leiter. Wie bin ich jetzt unter die Leiter gekommen?
Kann da... Okay, da kann ich nicht hochklettern. Ich hab halt echt null Plan gerade. Damit hätten wir es jetzt eigentlich. Ich hab schon gedacht, ich wär übelst krass, weil ich gleich mal hier dieses Lichträtsel gelöst hab. Aber ich hab ohne Witz... Ich bin gerade echt raus. Das ist bestimmt dann oben drüber, oder? Du hast doch da garantiert dann oben drüber... Hier könnte ich auch noch die Leiter verstellen und es bringt halt auch alles nichts. Da ist doch dann bestimmt im Raum oben drüber, wenn ich hier durch die Tür komme, ist da dann irgendwas, wo ich dann die Decke runterfahren muss. Hier muss ich halt irgendwo... Das wäre halt auch noch eine Möglichkeit. Es gibt hier irgendwo einen Schlüssel. Ich weiß halt nicht, wenn ich jetzt einmal hier nochmal drücke. So, was ist jetzt hier? Ist ein Aufzug? Ist noch ein Aufzug. Was ist jetzt hier genau? Ist erstmal ein Aufzug, oder? Oh. Das Buch kann ich jetzt dadurch mit hochnehmen. Hat das den Aufzug aktiviert? Sekunde, ich will's einfach mal wissen. Ich drücke jetzt hier nochmal auf den Knopf, nur damit ich jetzt weiß, ob das der Aufzug war, den das aktiviert hat. Weil ich weiß bis jetzt doch gerade gar nicht, was genau diese Lichter hier gemacht haben. Hast du den Aufzug aktiviert? Nein, den Aufzug hat es nicht aktiviert. Was haben denn die Lichter bitte zu sagen? Dass dieses Buch wichtig ist, basiert ja auch nur auf der Tatsache, dass man erst eine Leiter hochklettern musste, um ranzukommen. Und es leuchtet so schön. Ich höre doch da aber auch irgendwas klicken, oder? Wenn das jetzt bloß ich, der doof ist und Geräusche hört, wo eigentlich gar nichts ist. Oder hat das auch was mit ihr zu tun vielleicht? Hier sind drei Geisha-Statuen. Ja, mach was mit dem Buch. Hier, Tür. Ich habe dir ein Buch als Opfer dargebracht. Friss das Buch und lass mich durch. Ich habe mich noch nie so verloren gefühlt in diesem Spiel. Was hältst denn du hier? Du hältst, glaube ich, nur so eine kleinere Variante einer Geisha-Statue, oder? Kann ich da was ranwerfen? Ist auch noch eine Möglichkeit, einfach irgendwo was ranwerfen. Ah, gut, das ist mit dem... Ja. Ich glaube fast, ich mache Schluss für heute.
nehme die nächste Folge erst wieder auf, wenn ich irgendwo vorweisen kann, dass ich jetzt weiß, wo es lang geht. Wie gesagt, ich habe ja unten so ein Gnom gefunden. Hier ist jetzt ein Schlüssel. Jetzt sag mir nicht, dass der Schlüssel vielleicht bei ihr ist, wo diese Spieluhr ist. Das probieren wir jetzt mal noch. Da gucke ich jetzt einfach mal noch, ob in ihrem Raum irgendwas ist. Es muss ja irgendwie was sein. Vielleicht kann man sie auch das letzte Mal bei ihr, bei Six, ist sie ja dann noch abgehauen. Vielleicht muss ich jetzt richtig, richtig fies sein und muss irgendwie so einen Gnom dazu bringen, diese Statue aufzuheben. Ach du Scheiße. Dass sie jetzt noch nicht gecheckt hat, dass ich sie gerade mit einer Taschenlampe angeleuchtet habe. Kann ich sie vielleicht irgendwie... Guck mal, da unten ist so eine einsame Puppe im Schrank. Kann ich die vielleicht nehmen? Die jetzt wohin werfe? Hat wunderbar geklappt. Alter. Okay, passt mal auf. Ich habe bis jetzt in jedem, oder wenn ich das oben gegen die Spieluhr werfe. Nee. Ich habe es jetzt bei fast allen Rätseln in irgendeiner Weise zu kompliziert gedacht. Alles klar, okay. Ich dachte, ich habe bis jetzt bei den Rätseln oft zu kompliziert gedacht. Wahrscheinlich ist es jetzt übelst einfach. Und ich muss hier bloß dahin gehen und kann den mir einfach nehmen. Weil ich die ganze Zeit denke, aber nein. Okay, also sie reagiert entsprechend darauf. Deswegen versuche ich es gleich nochmal. Nein. Ich versuche jetzt, aber irgendwie, es kann doch auch was, es muss doch auch was damit zu tun haben, dass man hier... Alles in Achtung, auch sofort. Checkt halt sofort, dass ich, wenn ich zu laut bin. Okay, also man muss schon. Sie ist dann auch nicht wie der, ist ja logisch, sie ist halt nicht wie der Hausmeister, dass die dann erstmal so noch eine Minute lang grübelt, warte, habe ich was gehört? Und dann langsam auf dich zukommt, sondern sie. Okay, die Mission lautet also, die Alte da irgendwo wegzukriegen, damit ich dort oben an den Schlüssel kommen kann. Nee. Also so funktioniert's nicht. Sie checkt sofort, dass ich da bin. Und dann, ja. Gut, da muss ich mir jetzt mal was ausdenken mit irgendwas, was ich hier machen kann, wie ich jetzt die Alte da wegkriege, weil das wäre jetzt noch das Einzige, was mir einfällt. Ich kann mir nur vorstellen, dass du dann halt wirklich, mit diesem Schlüssel kannst du halt oben die Tür aufmachen und dort findest du dann vielleicht einen Anhaltspunkt, wie du dieses Bilderrätsel machen musst und so, und damit kannst du dann da hier unten mit diesen Figuren da was machen. Ach, egal. So, hoffe, es hat euch trotzdem ein kleines bisschen Spaß gemacht.
Ihr könnt mir gerne, da bin ich ehrlich gesagt gar nicht mal so, Nee, er kann es nicht wegziehen. Wie gesagt, vielleicht, dass man hier irgendwo einen Krach machen kann oder so. Ich weiß es doch auch nicht. Ich bin da nicht so, ich sehe das nicht so eng. Ihr dürft mir gerne... Ja, wobei, jetzt bringt... Hallo? Lol. Ihr könnt mir ja gerne... Nee, eigentlich bringt's nichts, wenn ihr mir Tipps schreibt, weil ich nehme die Folge ja... Ja, jetzt merke ich selber, wo ich sage, ich nehme die Folge ja... Ah, guck mal. Hier ist... Das sind Kratzspuren auf dem Boden. Seht ihr? Na egal. Ja, also schreibt mir keine Tipps, weil ich nehme die nächste Folge direkt nach der hier auf. Von daher, es wird mir eh nichts bringen. Ihr könnt es aber trotzdem machen. Kann ja sein, dass ich nächste Folge auch nichts geschissen kriege und dann brauche ich die Tipps. Also, ach, schreibt einfach, was ihr wollt. Hauptsache, ihr schreibt Kommentare. Und Hauptsache, ihr schaut das nächste Mal wieder rein. Bis dahin, haut rein.